Bis der 20%, hat gesagt, halt kriegen wir die 20% von mir. Ich glaube, es waren 400 D-Mark. 400 D-Mark, wenn ich mich recht erinnere. Ja? Oder 800? Wie für jeden? Es war doppelt. Ich habe nämlich gerade gestern nach der Gehaltsabrechnung geschaut. Ja, Spiel. Das war für jeden. Für 800 Mark haben 11 Fußballer eine ganze Region glücklich gemacht. Deshalb hier die 90 Minuten noch einmal in 90 Sekunden aus drei ganz persönlichen Perspektiven. 20. Oktober 1973, war 11 Jahre. Ich war mit der Tochter auf der Kerbe. Zu klein für auf dem Betze, aber groß genug, um Radio zu hören. Ja, mit Mutti. Mutti war im Bad, ich im Wohnzimmer. Und das Spiel lief schon bestimmt 20, 25 Minuten. Und wir Kleinen haben natürlich nichts gesehen. Wir sind von der Osttribüne dann in die Südtribüne gepilgert. Und trotzdem Massen Menschen, keine Chance, was zu sehen. Und wir waren natürlich auch total frustriert, weil es stand schon 2-0 für Bayern. Und dann plötzlich stand es ja dann 3-0 für Bayern. Dann fiel das 3-1. Also sind wir nach Hause gegangen. Mein Elternhaus steht ja nur 300 Schritte vom Stadion entfernt. Ich bin dann auf dem Balkon, hab's Radio angemacht. Und lauf zurück, also wieder nach Hause. Und da steht so ein großer Bus von München. Und da habe ich gesagt, sie, wie steht's denn auf dem Bett? Und da sagt er 4-1. Oh, so Gott. Ich ruf zur Mami, die war in der Badewanne, sag ich, Mami, 4-1 für Bayern. Dann wieder runter. Und dann 4-2, jedes Tor habe ich gemeldet. Komm Eisenbahnstraße, kommen zwei Jungs entgegen. 4-3. Und natürlich immer dann die Jubelarien aus dem Stadion auch live gehört. Kommt bis runter ans Rathaus da, stehen wieder zwei, haben so Radio an, ja, und geschrien, 7-4. Letztendlich 7-4, das konnte man beim 2-0 nicht mehr erwarten. Plötzlich ging es dann 7-4 aus, da war es los zu Hause, ja. Und die Mutti war nicht mehr in der Badewanne? Nee, die war dann auch am Radio. Eine Sensation. Ach, ich bin daheim. Ich habe mit der Kleinen Heisch getanzt, gegen Bayern München haben wir gewonnen. Ein sensationeller Tag, im Stadion gewesen, doch nicht im Stadion gewesen und trotzdem die Atmosphäre mitbekommen. Also da hat der Fußballgott sich wirklich mal freigenommen und sich ausschließlich auf den 1. FC Kaiserslautern konzentriert. Und das war ja auch gut so. Dann war das Spiel aus und wir sind heimgeschoben. Ein paar von uns haben die Bayern verschlagen. All war mehr glücklich und zufrieden. Die Punkte waren am Betzeberg geblieben und der Paul und ich, wir waren ganz schön stabig. 35.000 am Betzeberg waren begeistert. Einer davon war ich. Das ist das Ding, wo ich euch unbedingt erzählen muss. Vom Betzeberger Fußballspiel erzähl ich es bloß.